Was sich so alles bei meiner zweiten 369 Leberreinigungskur getan hat, das erfährst du in diesem Video. Hi, herzlich willkommen zurück bei Just Yvonne, unvollkommen vollkommen, der Kanal, bei dem du viele Einblicke in meinen persönlichen Heilungsweg und in meine Erfahrungen bekommst. Viele, viele leckere und vor allem dem vegane und medical medium friendly Kochrezepte für dich zu Hause zum Nachkochen und Nachbacken. Und ein Podcast, in dem ich dir als ausgebildete Energetikerin und Beraterin nach der Lehre von Anthony William Medical Medium viele hilfreiche Tipps und Tricks für deine Persönlichkeitsentwicklung und deine Ernährungsumstellung mitgebe. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt einmal der erste Tag der 369 Leberreinigungskur nach Anthony William Medical Medium. Emotional ist mir sehr, sehr gut gegangen. Dafür haben sie aber gleich mal Entgiftungserscheinungen eingestellt, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder auch Durchfall tatsächlich. Also man merkt, mein Körper tut die Reinigung richtig, richtig gut schon. Und es hat sich natürlich auch der normale, also dieses normale Hungergefühl eingestellt, was ich bei einer Reinigungskur immer habe, da ich doch auf, ja, auf Fette wie Linsen zum Beispiel oder eben auch auf Hirse verzichtet wird. Aber das geht auf jeden Fall bis jetzt noch gut. Der zweite Tag der 369 Leberreinigungskur ist zu Ende gegangen. Der dritte Tag hat begonnen. Am zweiten Tag ist mir emotional recht gut gegangen. Körperlich eben auch immer wieder Entgiftungserscheinungen wie eben Kopfschmerzen, die immer aufploppen und wieder gehen. Oder halt eben auch immer wieder der Gang zur Toilette. Aber es ist recht human. Das, was nicht so human ist, vor allem denn für meinen Freund, ist halt eben die Stimmungsschwankungen, die ich habe. Also immer wieder aufkommende Wut, weil ich einfach echt hungrig bin. Also bis Mittag geht's echt gut, da ich ja eigentlich gewöhnt bin, bis Mittag roh eben zu sein. Aber ab Mittag ist ich normalerweise immer wieder auch Fillerfood, weil ich sonst halt fast gar nicht satt wäre und das fällt jetzt weg. Oh. Und das, ja, das lässt mich natürlich auch sehr hungrig sein, auch wenn ich permanent am Essen bin. Aber ich bin halt nicht wirklich satt und das macht mich halt auch ein bisschen wütend. Ich habe mich mein Freund gestern eh schon gefragt, so wie lange geht das Programm jetzt noch? Sag ich, ja, bis nächste Woche Sonntag musst du noch aushalten. Ah, ich halte so vieles aus, aber wenn du hungrig bist, das geht nicht. Und ja, aber da bin ich echt froh, dass er so hart im Nehmen ist, wenn ich hungrig bin. Aber ansonsten geht es mir körperlich wirklich sehr gut. Es hat schon ganz tolle Fortschritte, vor allem im Magen- und Darmbereich merke ich es viel. Emotional merke ich jetzt auch langsam so die Verarbeitung vom Tod von meiner Oma. Da kommt jetzt noch Trauer raus. Ab morgen wird es dann schwieriger, denn ab morgen fallen nämlich auch noch die Kartoffeln weg, die mir jetzt doch noch so ein bisschen einen Halt geben, dass ich da noch ein bisschen satt werde. Ja, aber auch das schaffen wir. Es ist halt einfach ein Dranbleiben und Durchziehen, auch wenn es gerade schwierig ist. Tag 3 hat geendet und Tag 4 der 369 hat begonnen. Mir geht's eigentlich relativ gut. Immer wieder Entgiftungserscheinungen, immer wieder Kopfschmerzen, immer wieder auf die Toilette. Was ich auch wirklich vermehrt und ganz stark habe, ist Krämpfe, Muskelkrämpfe. Also hier zum Beispiel drinnen oder auf beiden Beinen gleichzeitig, in der Hüfte, im Knie, ja, überall, wo es nur geht, Krämpfe. Das ist immer wieder unangenehm, aber es löst sich dann sehr schnell. Ja, und mit dem Hunger ist es noch immer gleichbleibend, ist halt
Ich esse halt generell sehr viel und ja, so eine Reinigungskur, da esse ich halt dann noch mehr, nur habe halt das Problem, nicht satt zu werden. Ansonsten merke ich eben schon einige Verbesserungen, also ich habe praktisch über den Tag mehr Energie als wie sonst und ja, auch hier so im aufgeschwemmten Bereich im Gesicht tut sich jetzt schon ein bisschen was. Und natürlich Magen, Leber, Darmbereich, das hat gleich am ersten Tag richtig reinkaut und war gleich am ersten Tag eine Beruhigung da. Ja, heute gibt's noch einen Leberheilsaft mit Spargel ist er. Spargel ist ja bei mir immer ganz, ganz wild von der Entgiftung her. Drum bin ich schon sehr gespannt, wie der Leberheilsaft sein wird. Ich habe gesagt, ich probiere den jetzt mal und wenn es zu wild sein sollte, dann ja, lasse ich den Leberheilsaft weg und trinke dafür vermehrt in Leberheil-Smoothie oder die Leberheilbrühe. Tag 4 hat geendet, Tag 5 hat gestartet und ich bin gerade beim Heavy Metal Detox Smoothie. Tag 4 hat es richtig in sich gehabt, jetzt kommt die Entgiftung. Richtig durch. Man sieht es hier überall an die Unreinheiten. Das sind mal die äußeren Aspekte und innerlich geht's richtig ab. Also Kopfschmerzen durchgehend durch fast. Also nicht mehr kommen und gehen, sondern wirklich fast durchgehend durch. Gestern hat dann auch noch die starke Müdigkeit wieder eingesetzt. Die ist bei mir immer ab Tag Nummer 4, dass ich da richtig, richtig müde werde. Somit bin ich jetzt eigentlich die ganze Zeit am Essen. Das heißt, ich esse wirklich alle halbe Stunde bis jede Stunde. Anders würde ich einfach sofort einschlafen. Also es ist echt schlimm. Stimmungsschwankungen sind jetzt nicht so wild da, aber ja, wenn man halt müde ist, denkt man halt nur an Schlafen. Ja, auch das mit dem Essen, zwecks kein Salz und auch jetzt keine Fillerfoods, an das habe ich mir jetzt auch schon gewöhnt. Also ist jetzt nicht mehr so schlimm und da ich jetzt die ganze Zeit am Essen bin, ist jetzt auch der Hunger oder dieses Hungergefühl nicht mehr so wild. Gestern habe ich dann in Leberheilsaft habe ich getrunken und ich weiß ja, dass ich auf Spargel sehr stark reagiere mit der Entgiftung, deshalb habe ich statt am Buntspargel nur zwei Spargel genommen, also nur zwei so Stangen. Und es war heftig, heftig. Ich habe so, so starke Entgiftungserscheinungen gehabt. Das war nicht mehr witzig, nur durch zwei Spargelstangen. Ich werde jetzt den Leberheilsaft heute auch noch machen, weil ich habe ja immerhin im Ganzen nur einen Bund Spargel und das möchte ich jetzt nicht wegwerfen. Sondern werde jetzt weiterhin den trinken, was mir da wirklich geholfen hat, um diese Entgiftungserscheinungen wegzubekommen, waren wirklich die Meditation mit meinem Hauptgeistführer, und zwar eine tiefen Meditation, wo man Heilung und Blockaden und alles löst, von Pascal Fockenhuber vom Get a Life Kurs. Also ich bin wirklich froh, dass ich da viele, viele, viele Tipps und Übungen, die man da im Get Life Kurs bekommt, auch hier in der Leberreinigungskur anwenden kann, weil das tragt mir echt sehr gut hinweg. Vor allem auch mental mit den doch heftigen Entgiftungserscheinungen zurechtzukommen. Tag 5 der 369 Leberreinigungskur ist beendet. Tag 6 hat gestartet. Ich bin gerade beim Leberheilsmoothie. Und gestern der Tag war sehr entspannt. Es hat keine großen Entgiftungserscheinungen gegeben. Noch ein Leberheilsaft hat es wieder stärkere Kopfschmerzen gegeben. Aber dann war es schon keine starke Müdigkeit. Und ja,
sonst auch nicht mehr irgendwie etwas. So, gestern war so ein Tag, da habe ich mir gedacht, hey, ich könnte jetzt wirklich nochmal 3 Tage im Anschluss nochmal dran setzen. Schauen wir mal, ob ich das tue oder nicht. Heute bin ich gerade wieder mega müde. Also wieder viel, viel Anstrengung da. Tag 6 der 369 Leberreinigungskur ist vorbei. Tag 7 hat schon gestartet. Und gestern habe ich wieder vermehrt Entgiftungserscheinungen gehabt, auch vermehrt die Müdigkeit. Das hat jetzt angehalten bis heute. Also es ist jetzt so 13:30 ungefähr. Und es sind jetzt auch vermehrt Entgiftungserscheinungen da. Vor allem die Kopfschmerzen in dieser Gegend hier. Ja, da tut sie ganz, ganz viel. Und ja, ansonsten, der Blähbauch geht immer weiter zurück. Ist immer eine bessere Entlastung. Auch der Hunger ist wieder da. Also ihr könnt jetzt richtig ganz, ganz viel reinstopfen und essen. Drum bin ich so, so froh, dass es heute am Abend gedämpfte Kartoffeln gibt. Und da mache ich mir wieder diesen mega leckeren Kartoffel-Gurkensalat mit gedämpften Zucchini. Und auf das freue ich mich schon echt. Aber ich merke, dass mein Körper noch nicht bereit ist, mit der Reinigung, dass die Reinigung zu Ende geht. Ich merke, hier im Gesicht bin ich noch sehr aufgedunst, noch aufgeschwollen und auch habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt die Reinigung am 9. Tag beende, dass das zu wenig ist. Also wenn ich dann wieder anfange, normal mit dem Fillerfood und so zum Essen, dass das jetzt gerade nicht gut tut. Deshalb habe ich mir überlegt, ob ich nicht einfach so ein paar Tage von der 90-Tage-Reha von der Schilddrüse, das 3. Monat, einfach anhängen soll am Schluss, nach dem Safttag. Und ja, schauen wir mal, ob ich das mache oder nicht. Der 7. Tag hat geendet, der 8. Tag hat gerade gestartet. Also gerade ist gut, ist schon ein bisschen länger gestartet. Jetzt bin ich gerade beim HMDS. Und gestern, der 7. Tag, war wieder mehr anstrengender wegen der Entgiftung. Da einfach ganz viele stärkere Entgiftungserscheinungen wieder waren, also stärkere Kopfschmerzen wieder hier so in diesem Bereich. Übrigens ist dieser Bereich hier sowieso mit der Schilddrüse so eine Schwachstelle von mir. Das heißt, da merke ich immer, dass sie hier praktisch wieder ganz, ganz viel angesammelt hat. Wenn ich genau in diesem Bereich viele Kopfschmerzen habe und natürlich, dass die Entgiftung gut wirkt. Ich habe dann natürlich gleich angewendet die Übung von Pascal Fockenhuber, nämlich so die Erfolgspersönlichkeit. Was würde die Erfolgspersönlichkeit jetzt machen? Und es hat einfach mal wieder gezeigt, wie wichtig das eigene Denken und generell die Gedanken einfach sind, auch in einer Reinigungskur oder auch dementsprechend bei Umstellungen und so weiter. Denn auch wenn ich starke Entgiftungserscheinungen wieder gehabt habe, habe ich mir trotzdem einen Leberheilsmoothie mit Freude gemacht und gesungen und getanzt und war einfach nur dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Leberheilsaft, so den Leberheilsaft zu machen. Und einfach auch dankbar gewesen für die Entgiftungserscheinungen, auch wenn sie anstrengend waren. Denn im Endeffekt reinigt sich gerade mein Körper und wird alles los, was nicht so hineingehört. Und dafür kann man schon dankbar und freudig und froh auch darüber sein, dass der Körper sowas eigentlich kann und dass der Körper sowas vor alleine tut und dass ich meinen Körper damit noch unterstützen kann und dadurch viel, viel mehr gesund wird. Ansonsten habe ich noch das
Problem mit den Händen, eben, dass sie doch sehr rau sind, sehr aufgerissen, also aufgerissen, leicht aufgerissen sind jetzt. Ja, es ist ganz klare Entgiftungserscheinung auch. Müdigkeit ein bisschen, auch die Müdigkeit am Morgen, so dieses kaum aus dem Bett aufstehen wollen, wo ich mir wirklich zwingen muss. Und das Aufgeschwemmte im Gesicht, also am Morgen bin ich im Gesicht wirklich ganz, ganz stark aufgeschwemmt. Und noch ein Selleriesaft, wird's langsam besser. Aber auch die Augen sind sehr aufgeschwemmt. So, Tag 8 hat geendet und der letzte Tag, der Safttag, der 9. Tag hat begonnen. Gestern war es wieder so ein Hin und Her zwischen Entgiftung und keine Entgiftung. Die gedämpften Zucchini sind mir schon langsam rausgehängt und ich wollte wieder normal essen, Hirse und alles Mögliche. Aber ja, ansonsten ist es mir eigentlich recht gut gegangen. Auch das mit dem Kurs von Pascal Fockenhuber hat natürlich immer ganz, ganz gut geholfen, die Übungen, um da, wenn man in diesem Tief ist, wieder ganz schnell hochzukommen. Und jetzt bin ich schon mega gespannt auf heute. Ich habe jetzt schon extra heute auch ein bisschen länger geschlafen. Mal doch komm, ich starte jetzt einfach eine Stunde später in den Tag hinein, dass er nicht so lang ist. Weil von 6 Uhr am Morgen bis um 10 Uhr am Abend ist es doch lange. Tag 9 der 369 Leberreinigungskur nach Anthony William Medical Medium ist beendet. Und ja, wie ist es mir ergangen? Es war jetzt nicht so wild anstrengend wie beim ersten Mal. Trotzdem war es auf jeden Fall auch anstrengend. Und natürlich war auch immer wieder Müdigkeit da. Und was ganz, ganz, ganz interessant war, ist, dass einfach die jetzige Leberreinigungskur komplett anders war als die Erstleberreinigungskur. Und zwar vom Beginn bis sogar zum Safttag. Und was so alles anders war, das erfährst du im nächsten Video. Sei gespannt drauf und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viele neue Erkenntnisse und vielleicht auch ganz, ganz viel Spaß bei deiner 369 Leberreinigungskur. Und nicht vergessen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir unbedingt ein Like, einen Kommentar und ein gratis Abo da, denn damit unterstützt du mich richtig, richtig gut für mehr Videos von mir. Tschüss, Baba!